Genau, nachdem wir jetzt erfolgreich hier das Lied vom Tod hatten. Hä? Wo bin ich denn hier? Okay. Okay. Ja, jetzt sagt bloß, ich muss halt hier wieder alles von neu machen. Jetzt sammle ich direkt mal von hier oben die Knochenartefakte und so was ein. Und die Runen. Oh, da ist sogar ein Outsider-Schrein. Ich liebe es, wie sich Geschichten verändern, wenn das gesprochene Wort sie schreibt. Unvollkommen. Halb verstanden, schlecht erinnert. Schon bald wird die Geschichte des Kronmeuchlers verformt und verbogen werden. Wie ein weiches Stück Metall. Mal ein Monster zum Abschluss freigegeben. Dann ein Opfer vom Verrat. Verschont, weil es einen anderen Weg gab. Doch du erinnerst dich an die Wahrheit, nicht wahr? Deine Wahrheit. Ich glaube, wir werden den Kronmeuchler direkt killen. Hier bei dem Durchgang wird es kein Verschonen geben. Die können hier von mir aus alle blutrünstig hingerichtet werden. Weil das steht den Drecksäcken, sag ich mal, zu. Jeder, der mich hier nervt, der kriegt hier erstmal eine Schelle mit dem Schwert, ey. So. Hey. Die Blutfliegen, ich hasse die Dinger. So einen Befall gesehen. Okay, jetzt gehen wir aber nochmal hier runter. So. Okay. Cool. Ich wusste gar nicht, ob ich mal Leichenteile aufheben kann. Was war das denn? Hä? Okay. Da trägt er so, okay. Naja. Lustig, lustig. Tralalala. Nehmen wir mit. Weil später gehen wir da oben hin. Knochenartefakt war wieder in der Küche, ne? Oder wo war das? Ah ne, hier war die Küche ja gar nicht, die war unten. Das war ja hier in dem Versteck hier hinten. Tut mir leid, Leute. Hä? Ist doch was faul. Ach, werde ich nicht so betrinken, aber hallo. Verarschen? Ach, das ist eh ein verdorbenes Knochenartefakt, das ist nicht so. Niemand weiß, was passiert ist. Könnte alles sein. Das ist nicht was sein wollen. Ist schlimm. Hey, wer bist du? Halt! Ja, ihr müsst sterben. Nein! Ist dein Tod! Ich meine, wie wirst du für seinen Tod zählen? Was ist hier passiert? Du bist nein! Was? Ich brauche dich! Ja, ist klar, der will schön den Alarm auf dem Flur anmachen, das gebe ich dem Kollegen. Ah, die sind jetzt alle platt hier, jetzt kann ich auch in Ruhe mein Knochenartefakt einsammeln.
verdorbene Knochenartefakt, das wollen wir nicht. Genau, jetzt machen wir mal hier weiter. Und... Hey, warum geht das denn noch weiter hier runter? Keine Frage, Dr. Hypatia empfängt keine Patienten mehr. Du schwingst das Schwert, der wird wach dadurch, aber der dreht sich um und ist er tot. Der macht nicht mehr viel, das kann ich euch sagen. Was zum? Halt! Na komm! Warum haben die Hunde da eigentlich eingesperrt? Auf alle Fälle nicht in die Räume rein, wo die Hunde drin sind. Weil auf die habe ich nämlich keinen Bock. Jetzt gehen wir eben zu dem Hamilton. Wie bitte? Und dann gehe ich gleich nochmal durch die Küche. Durch das Fenster. Aber nicht mehr raus auf die eine Seite, wo wir waren, wo ich runtergeflogen bin, nicht auf die Seite, da habe ich keinen Bock. Nee, die Alarmglocke lösen wir nicht aus. Na, wer reißt hier wen in ein Stück, Kollege? Ich muss sagen, ne, die Roten, diese Elite-Gardistinnen, ne? Oder Gardistinnen, wie die heißen, die halten schon viel aus. Wie geht's ihm? Er dreht durch, ruft stundenlang dummes Zeug. Konnten Sie irgendwas verstehen? Wir gucken mal Kräfte. Kaufen wir mal Verkettung. Zwei Leute. Jetzt müsste eigentlich die Verkettung bei zwei logischerweise klappen. Ein Monster, einer Bestie, die ihm das Hirn aus dem Schädel kratzen wollte. Verstehe. Behalten Sie das für sich, ja? Auf dumme Gerüchte können wir verzichten. Warum? Sie müssen etwas wissen. Das finde ich so geil. Die Fähigkeit Verkettung. Haben jemand verloren? Was? Verdammt nochmal! Bevor der den Alarm auslöst. Weil solche Kollegen kann man hier nicht gebrauchen. Nix. Verkettung. Sie sind Hamilton? Warum waren Sie eingesperrt? Wissen Sie was? Ich schwöre, ich habe ihn gesehen. Mit Kapuze. Nur ganz kurz. So viel Hass im Blick. Als gäbe es nicht schon genug davon. Ich sehe keine Gespenster. Hoffentlich sind meine Notizen noch da. Ich muss zurück in mein Zimmer. Ja, deine Notizen sind neuer Kollege, aber die habe ich dir abgezogen. Ich dachte, ich könnte... Ich weiß nicht. Wie dumm von mir.
So, jetzt durchsuchen wir erstmal Hamilton Butzer da oben. Die Butze von dem hier oben müssen wir jetzt durchsuchen. Aber ich muss gleich nochmal in die Küche da rein, hinten durch das Fenster, wie ich ja sagte. Nochmal da, wo der Leuchtturm war. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Wo ich den Leuchtturm geholt habe. Ich glaube, ich habe auf der einen Etage auch wieder den Bauplan Wärmebehandlung vergessen. Das kann natürlich auch sein. Weil den haben wir noch eingesammelt, wo ich gestorben bin. Eigentlich wäre es auch mal schlau, mal wieder zu safen. Es gibt so viele fähige Handwerker im ganzen Reich. Ja, die gibt es hier wohl in dem Game. Die fähigen Handwerker. Hier war die Wärmebehandlung, ne, wenn ich mich recht erinnere. Ja, auf dem Tisch, ne. Ja, da seht ihr. Hab die vergessen mitzunehmen. Wieder. Weil ich ja gestorben bin. War aber eher unfreiwillig. Oh, passen wir. Ne, ich habe keinen Bock durch den Fliegending. Wir müssen nochmal in die Küche. Wo war die Küche nochmal? Genau. Hier unten war die, ne? Hinten weiter durch. Ja, hier hinten war die Küche, ne, genau. Pack mal die Waffen weg, damit die keine Angst kriegen. Weil sonst kriegen die nämlich Angst und denken, was ist denn da los? Jetzt muss ich nochmal gucken. Aus welchem Fenster war nochmal der Leuchtturm? Nicht hier raus? Oder ist das die falsche Etage gewesen, wo ich jetzt bin? Ne, hier war das genau, gar nicht durch das Fenster. Das ist der Wachturm. Ja, Wachturm meine ich doch nicht Leuchtturm. Wisst ihr, was wir machen? Wir schicken den schlafen. Und den ziehen wir hier schön außer Affäre. Weil Leuchtturm müssen wir ja deaktivieren, hat sie ja gesagt, weil ansonsten kommt sie mit dem Boot ja hier nicht vorbei. Dann machen wir das doch mal. Kicken wir den Leuchtturmöltank mal da runter. Da knallt das direkt. Was haben wir denn da oben? Da haben wir Luken, ne? Heißt doch rein, theoretisch können wir da oben rein, ne? Oder? Fuck. Geht natürlich nicht. Ganze Weg umsonst. Naja, müssen wir dann normal oben langlaufen. Naja, einen Zivilist habe ich getötet. Naja, egal, aber der hätte sowieso spätestens, wenn er die Leichen da gesehen hätte, hätte der da wohl oder übel eher Alarm geschlagen. Obwohl, ich sag mal so, Verstärkung dürften eh keine kommen. Weil ich ja eh schon hier fast alle platt gemacht habe in dem Game. Ich hasse die Blutfliegen. Die Dinger sind sehr biesterig und gefährlich. Wir sind für meine Erwartungen viel zu beschissen.
Sie ein Patient von mir? Tut mir leid. Ich sollte das wissen. Ich möchte Sie etwas fragen. Verbergen Sie Ihr Gesicht wegen einer Narbe? Die Krankheiten, die wir hier behandeln, sind weiter verbreitet, als die Leute zugeben. Ich bin nicht deswegen hier. Ich suche Anton Sokolov. Sokolov? Ja, er war kurz hier, aber sie hat ihn weggebracht. Zu Kirin Jindosh. Haben Sie das eben gehört? Was ist mit dem Kronmeuchler? Ist er Ihr Patient? Der Kronmeuchler? Der Name ist aus den Zeitungen. Ich weiß nicht. Ach ja, die Morde. Da war ich in Dunwall, um Krankheiten von Walfängern zu untersuchen. Moment, hat da jemand nach mir gerufen? Ich bin so vergesslich geworden. Der Kronmeuchler ist interessant. Da kann ich Ihnen bestimmt helfen. Es lief alles so gut und jetzt lässt mich mein Gedächtnis im Stich. Wer ruft mich da? Entschuldigen Sie. Okay. Ich hab wieder was unter den Fingernägeln. Womit habe ich noch gearbeitet? Jod vielleicht? Können wir das Bild da mitnehmen? Yep. Verdorbene Knochenartefakte sind gar nicht so schön. Ich weiß nicht was. Gut, dass Sie Anton Sokolov gefunden haben. Der alte Mann ist bei Kirin Jindosh. Was sie wohl dazu sagen würde. Wer weiß, welche Wunder der Naturphilosophie Jindosh mit Sokolovs zusätzlichem Wissen noch... Wir kriegen selten Besuch. Nur einen in letzter Zeit. Da ist das Fenster, ne? Ja, da können wir gleich auch direkt durchflüchten. Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Dr. Hypatia war es. Sie ist der Kronenmeuchler. Aber sie ist nicht sie selbst. Sie entwickelte ein Serum für die Bergleute. Das erste verursachte schreckliche Veränderungen in ihrem Kopf. Für mich ist es zu spät, aber für sie noch nicht. Sie ist ein guter Mensch. Was kann ich tun? In meinem Tresor, in der Krankenabteilung. Dort finden Sie ein Rezept für ein Gegenmittel. Bitte! Die Tresorkombination ist 551. Oh, what the fuck? Was ist denn mit der los? Blau ist ja das nicht tödliche. Aber wir killen die diesmal einfach.